Die eine Bedeutung von erhobenen Händen ist Sieg. Wir sind erfolgreich, wir haben gewonnen. Und das Zweite, was die zweite Bedeutung, wenn jemand mit dem Gewehr auf dich zielt, Hilfe, ergeben. Ja? Ich ergebe mich. In fast allen Kulturen, das ist interessant, in fast allen Zeiten sind das die zwei Gestiken, die dahinter stecken. Einmal Sieg und einmal ich gebe auf. Und in Gottes Gegenwart kommt für uns Menschen beides zusammen. Denn in dem Moment, wo du dein selbstbestimmtes Leben vor Gott aufgibst und kapitulierst, findest du den Sieg in ihm über den Fluch, der dein Leben binden will. In dem Moment, wo wir vor Gott aufgeben, finden wir diesen Sieg in ihm.